Forschung tue ich mich mit der Frage beschäftigen, wie wir unser Ernährungssystem nachhaltiger, gesünder und gerechter gestalten können. Ernährungssystem deckt dabei alle Bereiche ab, die nötig sind, dass wir schlussendlich Essen auf dem Teller haben. Dazu gehört also nicht nur die landwirtschaftliche Produktion, sondern auch die Verarbeitung, der Handel und der Konsum, aber auch Beratung, Logistik, Regulierungen und natürlich ganz wichtig, die natürlichen Ressourcen, die wir für die landwirtschaftliche Produktion benötigen. Der Fokus liegt dabei ganz explizit auf dem Prozess der Transformation, also wie das abläuft und wie wir es schaffen, dass wir tatsächlich Veränderungen in unserem Ernährungssystem erreichen können. Bei mir sind Gerechtigkeitsfragen ganz zentrale Aspekte, weil sie uns helfen, Nachhaltigkeitslösungen zu finden, die auch Bedürfnisse abdecken von Teilen der Bevölkerung, die normalerweise ein bisschen weniger berücksichtigt werden. Wir wissen, dass Ernährungssysteme ganz zentral sind für viele von unseren aktuellen gesellschaftlichen Problemen. Sie tragen zu verschiedenen Formen von Mangel- und Fehlernährung bei und Hunger ist immer noch ein sehr gravierendes Problem für ca. 800 Millionen Menschen auf dieser Welt. Ernährungssysteme sind aber auch verantwortlich für viele Veränderungen in der Landnutzung und dadurch sind sie auch wichtige Treiber vom Rückgang der Biodiversität. Außerdem tragen Ernährungssysteme ca. 30% der globalen Treibhausgasemissionen bei und dadurch sind sie wichtige Treiber auch vom Klimawandel. Das heisst, Transformationen hin zu mehr Nachhaltigkeit können wir nur erreichen, wenn wir Ernährungssysteme angemessen berücksichtigen und solche Fragen ins Zentrum stellen. Neben all diesen problematischen Punkten, die ich erwähnt habe, haben Ernährungssysteme aber auch ganz ein grosses Potenzial, um unsere Gesellschaften nachhaltiger zu gestalten. Über eine ausgewogene Ernährung können sie zur Gesundheit und Wohlbefinden von jedem und jeder Einzelnen beitragen. Sie können durch eine vielfältige und umweltfreundliche Produktion Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten schaffen und sie können aktiv CO2 speichern und durch das zur Kühlung des Planeten beitragen. Sie sind aber auch ein wichtiger Bestandteil von funktionierenden Gesellschaften, die sich gegenseitig unterstützen können. Mehr Nachhaltigkeit in unserem Ernährungssystem ist darum ganz wichtig und in jeder Hinsicht eigentlich wünschenswert. Ernährungssysteme sind unglaublich vielfältig und wir alle haben irgendeinen Bezug dazu. Wir müssen alle regelmässig essen und uns darum in irgendeiner Form mit dem Thema auseinandersetzen. Essen ist aber auch eine Form von kultureller Ausprägung. Je nach Ort und Lebensweise essen verschiedene Kulturen auch verschiedenes Essen essen. Und das Essen wird mit verschiedenen Kulturtechniken produziert. Über den Zugang vom Essen können wir darum auch ganz viel über Menschen und ihre Gesellschaften lernen. Und schließlich kann gemeinsames Essen mit Familie oder Freunden uns näher bringen und dafür sorgen, dass wir freudige Momente in unserem Leben haben. Ernährungssysteme sind sehr stark geprägt von Machtstrukturen. Wir sehen hohe Konzentrationen von Finanzen, Landbesitz oder den Einfluss in Entscheidungsprozessen. Und normalerweise tun diese Strukturen keine kleinräumige, vielfältige und nachhaltige Produktion von Nahrungsmitteln fördern. Viele Menschen können sich keine gesunde Ernährung leisten. Sie haben keine Stimme in Entscheidungsprozessen. Oder sie arbeiten unter sehr prekären Bedingungen in der Nahrungsmittelproduktion. Diese Menschen profitieren normalerweise nicht von diesen aktuellen Machtstrukturen. Sie haben aber auch wenig Möglichkeiten, an denen etwas zu ändern. Solche Machtstrukturen fördern an vielen Orten auch eine politische Polarisierung, was Veränderungen dann umso schwieriger macht. Die Forschung setzt sich aus verschiedenen Projekten zusammen und die Finanzierung dieser Projekte ist auch unterschiedlich. Eine ganz wichtige Finanzierungsquelle ist die staatliche Forschungsförderung, wie zum Beispiel der Schweizerische Nationalfonds oder das Pendant dazu in Finnland. Aber andere Beiträge kommen auch von privaten Stiftungen oder von staatlichen Stellen wie Bund oder Kantonen.